nicht. Das Gas ist tödlich. Woher weißt du das? Hallo, sie ist eine Attentäterin. Sie hat bestimmt schon bei vielen berühmten Personen Gas eingesetzt. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Aha. Egal. Gehen wir, Quill. Friere die Quelle mit deinen schicken Knarren ein. Ja, machen wir so. Ich habe einen Vorschlag. Warum locken wir Fum nicht in eine der Gashöhlen? Das haut ihn um. Es wäre feige. Ich will die volle Anerkennung für den Film. Zum letzten Mal, Drax. Wir töten Pinfang Fum nicht. Wir fangen ihn ein und übergeben ihn Lady Hellbender, damit sie uns vergibt und hoffentlich im Kampf gegen die Kirche unterstützt. Ach, klingt kompliziert. Okay, hat funzt. Dit auch. So, hier brauchen wir nochmal rohe Gewalt, glaube ich. Oder auch nicht. Halt, halt, halt! Rocket, stehst du gerade bis zum Hals im Wasser? Wir werden gleich einen legendären Drachen in die Knie zwingen, während das Schicksal der gesamten Galaxie auf dem Spiel steht. Da will ich uns nicht ausbremsen. Wow. Ich bin beeindruckt. Du hast deine Angst wirklich überwunden. Naja, um mich geht's jetzt nicht mehr. Nie? Es geht ums ganze Team. So, was nun? Muss ich das echt jetzt... Achso, die nicht. Ich meine die. Also dafür doch mit Gewalt. Genau den richtigen Drax. Wenn wir Hellbender statt Fum ein paar von denen hier geben. Wow. Dachte ich mir. Was sind für komische Viecher? Vielleicht seid ihr nicht müde. Die Monster haben nämlich Freunde mitgebracht. Ihre Anzahl kümmert mich nicht. Achtung! Wahrscheinlich vom selben Rohr. Sie hätten in ihrem Loch bleiben sollen. Noch genügend Zeit haben, um Raker aufzuhalten? Wir müssen! Das hier kann nicht enden, ohne dass wir Nikki retten! Ich freue mich auf unsere nächste Begegnung! War da nicht eben noch so ein unsichtbares, großes Gedöns? Willst du mir den Weg zeigen, oder was? Okay, ihr singt weiter. Danke, Groot. Du zeigst Initiative. So Traju tut Luk. So Traju tut Luk. Pelagor Morgab. So Traf Flandur Gav. So Traju tut Luk. Pelagor Morgab. Ne, sah so aus. Ich mach das mal eben. Ach so, nee. Okay. Du schiebst, ich sehe zu. Ohne Probleme. Nett. Fum wird nicht wissen, was ihn getroffen hat. Er ist widerstandsfähiger als ein Fels. Ich weiß. Ich versuche nur positiv zu denken. Warum? Das ist wieder so ein Teambildungsding. Wir brauchen keine Teambildung mehr. Wir sind ein perfektes Team. Ganz ehrlich? Nach allem, was hinter uns liegt, würde ich das hier mit niemand anderem lieber durchziehen als mit euch. Flark, ich liebe euch, Leute. Ihr geht ekelhaft. Verflagter Maklo! Maklo 4! Wir wollen doch mehr gegenüber den anderen Maklo sein. Das war knapp. Da habe ich gut reagiert.
Atgon und Kol, Volmaki Ulta, Goffen. Vorsicht! Scharf! Sehr, sehr scharf! Das ist gar nichts verglichen mit den legendären Zähnen und Klauen von Fin Fang Foom. Ich werde megamäßig enttäuscht sein, wenn der Typ dem ganzen Hype nicht gerecht wird. Falls wir so lange leben. Entschuldigung. Peter, sieh mal! Vor uns ist Rauch! Ja. Ist das Foom? Das sind wohl eher Leute. Super! Vielleicht wissen sie, wo er ist. Oder sie greifen sofort an. Ich könnte das Lager infiltrieren und Schwachstellen suchen. Ein Exempel statuieren und die richtigen vor der Crew ausbluten lassen. Der Schock wird sie verwirren, vielleicht sogar aufgeben lassen. Dann erledigen wir den Rest. Deine Mordlust in Ehren, aber zieh auch in Betracht, dass nicht alle da draußen feindselig sein müssen. Vielleicht ist es einfach nur eine Siedlung. Eine gefährliche Annahme, vor allem jetzt, wo alles von unserem Erfolg abhängt. Genau. Und wir werden Raker in den Arsch treten und Nikki rausholen. Aber danach müssen wir wieder einen Weg zurück zur Normalität finden. Das hier ist meine Normalität. Glaub mir, du brauchst mich gerade im Mördermodus. Okay, aber lass noch was für die wirklich bösen Jungs übrig. Vielleicht schraubst du ihn erstmal auf eine hohe 7 runter? Vielleicht eine knappe 9. Jetzt komm! Galmar, Galmar, Sultan Flandorgard! Na, kämpfen? Foom! Es ist Foom! Ja! Oder weiter, nur ein weiter. Riesiger, verplagter Fels! Das! Ich bin groß! Ja, bedrohlich, in der Tat! What the f... Joa. Auf geht's! Ich sehe da ja Spaß. Und los! Mir gefällt das nicht! Uah, das sind echt viele Todesstaffeln! Das ist meine Haut so strapazierfähig! Wie jetzt? Kann er nicht durch? Das wäre ja kacke. Hallo! Wir suchen Fin Fang Foom. Hast du ihn gesehen? Große Flügel, fiese Zähne. Lila Shorts. Was meinst du mit Lila Shorts? Wieso? Hab gehört, dass er die trägt. Die alten Legenden besagen das in der Tat. Siehst du? Achso, ja, das kennen wir ja schon. Hey! Ich war zu lahm. Das kommt, wenn man gerade einen Schluck trinkt, weißt du, damit hätte ich rechnen müssen. Das kam bis jetzt bei jedes Mal, wenn er die Knarren in die Hand nimmt, kam dieses Quicktime-Event. Alle mir nach! In eine Wand! Vertraut mir! Oh ja, die gefällt mir. Sehen wir uns die Dinger mal in Aktion an. Schon dabei. Lass mal Schuss. Was? 4. Woher wusstest du, dass deine Waffen funktionieren würden? Schmilzt die da auch?
Heute ist uns das Glück hold, meine Freunde. Wir wurden gerade fast von einem Riesenmeteoriten zerquetscht. Und die da. Zum Glück hat der Rock versucht, uns zu töten. Sonst hätten wir Quills neue Kraft nie gekriegt. Vielleicht sollten wir dich öfter fast umbringen. So funktioniert das nicht. Es passiert, wenn Leute, an denen mir was liegt, in Gefahr sind. Und dann kriege ich dieses Gefühl. Oh, ich verstehe. So wie Glaubensenergie. Nein, es ist nicht wie Glauben. Ganz ruhig. Ich glaube dir. Ich bin ja so neidisch, Quill. Zu Recht. Was ist das? Komm schon, Rocket. Deine Angst vor Wasser ist doch Geschichte. Das ist kein Wasser. Echt, Quill. Das tolle Spielzeug kriegst immer du. Und? Brennt es? Es ist sehr klebrig. Wie kommen wir durch dieses Zeug? Vielleicht können wir zu der Kante da springen. Darauf würde ich nicht wetten. Das würde ich nicht tun. Atmen ist unerlässlich für einen effektiven Sprung. Wenigstens ist es in dieser Höhle nicht ganz so... Tretet zur Seite, Sterbliche, und lasst den Schmelzinator seine mächtige Arbeit machen. Das ist ein furchtbarer Name. Oh, kommt im Besseren? Petey Hotguns? Nein. Captain Feuerball. Es ist nicht mal ein Feuerball, eher ein Hitzeknubbel. Captain Hitzeknubbel. Nein, nein. Hey. Warum? Ah, deswegen. Natürlich, ich kann das auch mit dem Mausrad durchschalten. Deswegen drücke ich manchmal die Knöpfe. Zum Beispiel die 3 und er ist auf einmal wieder woanders. Das klingt logisch. Groot, ein bisschen Hilfe? Ich bin Groot. Du kannst da anhalten. Danke. Ich bin Groot. Gut, weiter geht's. Ist da irgendwas? Nee, ne? Nicht wirklich. Also diese Dinger da, die sehen ja schon mal nicht freundlich aus. Falls du ein paar Jungs findest. Was zum Fahren? Das könnte sein Name sein. Vielleicht versucht er zu kommunizieren. Bitte nicht. Ich bin Groot. Ja, warum sollten wir das Ding verärgern? Wendigo! Vorbei. Seht ihr? Er wollte nur... Ein paar mehr. Okay. Nun wissen wir, dass sie uns umzingelt haben. Ich hatte gedacht, Fum spürt unsere Ankunft und kommt sofort her, um sich... Seht euch mal diese stacheligen Bäume an. Das brennt! Ich bin Groot. Groot sagt, sie haben ätzende Sporen. Du solltest Abstand halten. Diese Dinger wachsen in einer Eishölle. Ich glaube, die sind aus robusterem Material. Burn, baby, burn! Haha, hübsch. Das kann ich mir immer wieder ansehen. Denkt ihr, Goldjunge wird gerade gefoltert? Ich bin Groot. Groot sagt, diese Pflanzen haben es verdient. Okay. Komische Pilzis. Warum Lady Hellwelder nicht hier lebt? Weiter so. Langsam wird mir tatsächlich warm. Probier mal was anderes aus. Wieder oben. Und wieder unterliegt ein Planet Captain Hitzeknubbel.
Ups. Groot sagt, das Eis schützt sie. Probier's mit dem Entfroster. Nein, hab immer noch nicht genug. Haltet die Augen offen. Ich rieche einen Hinterhalt. Deine Sinne müssen enorm sein. Ich rieche nichts, aber jetzt? Sie werden offenkundig noch von den Schneebestien verfolgt. Sie sind ja auch nicht gerade subtil. Wendigo! Ja, dachte ich's mir doch. So, da hinten ist nichts, oder? So, und ein neues Kostüm, bitte. Kick Mordo, Outfit, der Stachel gefunden. Alter, wie geil. Das muss ich auswählen. Das sieht so behämmert aus. Aber für ihn haben wir noch nichts Geiles, ne? Anscheinend so viel verpasst. Nächster. Ja. Outfits. Das sieht doch mal. wird übernommen. Ah, geil. Oh, schon wieder, ey. Ups. Guter Schuss, Peter. Okay, jetzt bringst du nur noch Unkraut um. Ah, wenn du der Meinung bist, dass das alles Unkraut ist hier. Nein, hab immer noch nicht genug. Maglo 4 ist wunderschön. Auf seine eigene verdrehte Art. Guter Schuss, Peter. Okay, jetzt bringst du nur noch Unkraut um. So, mehr kann ich jetzt auch erstmal nicht. Und hier ist, glaube ich, auch nichts mehr, ne? Nö. Ist nicht schön, wenn man die ganze Zeit das Gefühl hat, dass man beobachtet wird. Kampfarena. Mal sehen, was da auf uns zukommt jetzt. Sieh mal, Quill, dein neuer bester Kumpel. Ich würde sagen, die Kommunikation ist gescheitert. Da oben ist noch einer. Abschalter. Ja, richtig. Plasmaschüsse verursachen am Ziel Schaden über Zeit. Sie sind besonders effektiv gegen Gegner mit vielen Gesundheitspunkten. Ich leih dir meine Jetstiefel nicht. So. Wir brauchen eine Verschnaufpause, Groot. Warum treffen wir niemals auf freundliche Einheimische? Vielleicht werden sie mit der Zeit zugänglicher. Ein guter Kampf heizt das Blut auf. Ich weiß immer noch nicht, warum du das oben ohne machst. Sie haben sich an Schwäche diese Bedingungen gewöhnt. Hoffentlich sterben sie auch gern darunter. Diese Bestien dienen Thun ohne Zweifel als Nahrung. Solange wir nicht ihre Nahrung wären. Ich bin Thun. So klug sind die nicht. Immerhin bekämpfen sie uns. Ja, sie hoch! Such dir einen anderen Snack, Kumpel. Ich glaub, die wollen nur spielen. Also, ja. Bis zum Tod. Gott. Bereit halten!
Brauchst du Hilfe? Ah, ein guter Kampf heizt das Blut auf. Und als Bonus haben wir diese Bomben. Keiner wird's kommen sehen. Kein Wunder, dass sie schlecht gelaunt sind auf diesem Eisbrocken. Soll das ein Witz sein? Vor mir. Kaffee bin ich genauso. Okay. Warum treffen wir niemals auf freundliche Einheimische? Wir ziehen tatsächlich eine bestimmte Sorte an. Es ist zu lange her, dass ich was gesprengt habe. Ich bin Groot. So klug sind die nicht. Immerhin bekämpfen sie uns. Leute, Gruppe bilden! Gruppe bilden! Worauf warten wir? Diese Klingen sind durstig. Meine auch. Ich will einfach nur angreifen und ordentlich Schaden verursachen, Peter. Was? Nicht funktionieren, das Ende naht, wir dürfen nur keine Angst haben, wie ein Irrer rumlaufen. Dieser Blutdurst, den du spürst, er macht die Dinge unwirklich. Und du wirst getötet, wenn du ihn nicht kontrollierst. Und deswegen stürmen wir nicht vor. Wir lassen uns Zeit und bringen sie zu Fall. Wer ist dabei? Spürt meine Zorn! Hat geklappt, das obwohl. Ja. Ah, ein guter Kampf heizt das Blut auf! Ich weiß immer noch nicht, warum du das oben ohne machst! Tu ihn weh! Jetzt ist die Zeit zu. Immer wieder nachsetzen! Wendy, go home! Versteht ihr? Wendy, go flat dich selbst! So vielen anderen Snack, Kumpel! Wenn du keinen Kopf hast, kannst du nicht essen! Groot, du bist dran! Diese Bestien dienen Thun ohne Zweifel als Nahrung! Gut! Dann klauen wir ihm jetzt eine Mahlzeit! Sie erinnern mich an den schrecklichen Schneemenschen. Sie sind in der Tat schrecklich. Es wird Zeit, dass jemand eine Klinge spürt. Ja, das finde ich auch. Können wir mal machen? Meine enorme Stärke wird zu wenig eingesetzt. Sie haben sich anscheinend an diese Bedingungen gewöhnt. Die nächste Monsterjagd machen wir in dem tropischen Paradies. Wendy, go home! Versteht ihr? Kluges Wortspiel, Peter Quill. Ich bin gut! Okay, ich spiele nicht länger mit diesen Schneeaffen. Wendigo. Wollen wir sie wirklich so nennen? Hey, die schreien doch die ganze Zeit Wendigo. Wendigo. Hörst du? Die haben wir bestimmt nicht zum letzten Mal gesehen. Könnte sein.